Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Machen wir die Bauarbeiter alle fertig? Ich sollte Psy wieder helfen. Effektiv, effektiv, effektiv. Mach mal Konfusion. Was für ein Zufall, dass wir das perfekte Pokémon dabei haben. Also für diesen Job. Ah, komm, ich gehe mal ein Risiko ein. Und heile es danach. Boah, juhu. Zum Glück war es ein Volltreffer. Ich glaube, sonst hätten wir es nicht geschafft. Sehr schön. Eigentlich schon hört es hier nach Feuer an. Oh ja, bitte. Gegen Aussetzer fände ich ganz gut. Das war alles. Ja. Gut. Da muss ich aber erstmal kurz heilen. Tränke zu kaufen war wirklich nicht so verkehrt. Der Träger wird nicht mehr durch Fallen anderer Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Cool. Cool, cool, cool. So, hier glitzert nichts. Dann straight durch die Mine. Hey, das ist doch die Olle, die wir da gesehen haben in der Liga. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Jetzt sind wir hier durch. Jetzt würde ich mir an deiner Stelle nochmal überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Ah, die weiß anscheinend ein bisschen mehr als wir. Ho, bekämpfen wir die einfach. Die ist in der Höhle. Könnte die Gesteins-Pokémon haben? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich mache nur einen Trank. So. Let's go. Du bist doch derjenige, der von Champ für die Arena Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, ja, armselig. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin tausendmal wichtiger als du. Falls es gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Ein kleiner Boss, hä? Monocito. Oh, oh. Ach, nur Level 13. Weiß nicht, was das für ein Pokémon sein soll. Das war schon mal nicht effektiv. Explodier ruhig. Hallo? Das fies Level 13. Einmal austauschen. Warum ist das Vieh eigentlich mein stärkstes Pokémon gerade? Okay, bleib mal locker. Das ist Level 13. Okay, das ist schon besser. Geht doch, das war effektiv. Naja, wahrscheinlich waren wir einfach nur hoch im Level. Die Pokémon sind so crazy, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe gar keine Chance, ey. Hauptsache, es ist nicht verwirrt. Ja, los, her damit. Cheatet jetzt bestimmt. Irgendwas passiert. 16 ist schon wieder ein bisschen höher. Vielleicht mal den Doppelschlag.
Ja, sehr gut. Oh, Konfusion ist relativ stark. Gut, betten wir es. Zu einfach. Oh mein Gott, wenn wir die am Ende treffen in der Liga, die machen wir so fertig. Anscheinend kann man mit den Wunschsternen ganz schön viel machen. Warum rauben wir die nicht einfach aus? Ein Säckchen Sternenstaub. Vom geringen Wert. Hey, draußen sind wir. Und wir sind gleich auf Route 4 unterwegs. Du könntest meine Pokémon heilen. Ja, wir sind nicht mehr weit von der Stadt. So. Einmal gucken, dass ich das Pokémon hier mal tausche. So. Und wir fangen am besten noch ein paar und kaufen dahinter. Da hinten ist die Arena, cool. Wir kaufen noch ein paar Tränke und holen uns noch ein paar Pokémon. Ja, Pokémon Camp. Wieder Energiestaub. Oh, das ist cool. Da will wohl jemand ein Pikachu sein. Also das sieht mir aus, als ob es ja alles sehr pflanzlich immer noch ist, ne? Landwirtschaft und so, Feuer wäre echt genial. Das ist ein Mauzi! Was ist denn mit dem Vieh passiert? Höhere Initiative schon mal. Klar. Ach du Scheiße, das macht ja gar keinen Schaden. Auf jeden Fall die falsche Wahl getroffen. Ach, komm, Rasierblatt, immer weiter. Ah. Es ist ja zum Glück nicht stark. Ich könnte kotzen. Und ich habe schon meine Attacke ausgewählt. Machen wir mal so. Komm, sei stark. Naja, auch nicht so stark. Stand zwar sehr effektiv, aber ich fand es nicht stark. Jawohl, Level 21. Oh, ein Smetbo, ewig nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sieht es auch komplett anders aus. Genmutiertes Mauzi. Nee, das ist ganz normal. Machen wir mal Vergeltung. Oh oh. Oh mein Gott. Vulpix. Mach mal ein bisschen Feuer gegen das Käferviech. Zweimal hintereinander fahren, Schuss, das gibt's doch nicht. Das war stark. Verfehlt.
Na, wir kämpfen weiter. Das ist ein cooles Pokémon, das gefällt mir. Boah, One-Shot. Gegrillte Haselnuss. Und eine gegrillte Eichel vielmehr. Okay, cool. Oh, es ist eine Trainerin. Merkwürdig, ey. Wahrscheinlich hat es ein Pikachu dabei, ja. Pflanze ist also gegen Elektro effektiv. Jo, aber wie? Oh mein Gott, nonstop Level Up. Pika! In einem Kampf in den nächsten. Ihr bis. Ist es komplett unterlevelt? Pokéball werfen. Ja, ist es. Es wird echt schwer, Pokémon jetzt zu fangen. Ja, schön. Auch ein cooles Pokémon. Verlorene Seelen, die in der Welt der Lebenden gefangen sind, finden in seinem Körper Platz, um ihre Reise ins Jenseits anzutreten. Nö. Naja, nicht in meinem Team, nee. Ist ein bisschen zu schwach. Okay. Ah, Mauzi. Aber es ist ein wildes Mauzi, deswegen. Das ist ein krass gestörtes Pokémon. Ich sag, das kommt wieder raus. Doch nicht, wow. Also so leveln wir extrem schnell, wenn das so weitergeht. Das ist ein Stahl-Pokémon sogar, okay. Das Leben bei einem kriegerischen Seefahrervolk hat es stärker gemacht. Wow, was ist eine Story für das Mauzi. Da ist ein Evoli. Let's go! Komm, es ist ein bisschen stärker. Wir probieren es trotzdem mal mit dem Pokéball. Bleib drin! Oh ja! Haha, schön! Erstmal in die PC-Box. Wuhu. Ah, das habe ich schon. Fritzelblitz ist das. Versuchen wir das mal zu killen. Schon mal ein bisschen Erfahrung. Alles klar, ey. Wir haben nur 6 Level über dem. Das mit der Initiative finde ich echt geil. So ein Pokémon sollte ich auch mal haben. Gott, ich glaube, ich werde in der Arena so durchlatschen, wenn ich die richtigen Elemente habe. Was haben wir da? Nee. Mozi haben wir schon. Nee. Haben wir auch schon. Gut. Überraschung.
Wie seit 50 Jahren? Du bist doch mega jung. Okay, das ist irgendwie merkwürdig. Genau wie gerade. Mach mal Zweigstoß. Schon lange nicht mehr gemacht. Nicht so effektiv wie Rasierblatt anscheinend. Der Doppelschlag. Nö, nicht wechseln, einfach rein. Was zum Henker ist das denn? Ja, so schnell geht's. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, waren es vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. So siehst du nämlich auch aus. Ja, wir sollten noch mehr gegen alle. Wir sollten eigentlich gegen alle Trainer hier kämpfen. Da ist jemand im Evoli-Kostüm. Das stimmt. Evoli kann man ja in tausende Richtungen entwickeln. Machen wir mal einen Doppelschlag. Ich glaube, dann ist es ganz schnell vorbei. Oder auch nicht. Scheiße. Was? Weg mit dir. Ich bin ein Evoli. Nee, hör auf, Pokémon zu trainieren. Eine Schande für die Evolis. Doing, doing, doing. Das ist auch was. Das haben wir auch schon. Ja, komm her. Ich meine Pika. Pokekind Sebastian. Das sieht mir nach Elektro aus, kann das sein? Oder irgendein Pflanzenviech, was ich abfackeln kann. Ein Käfer ist es. Also ja, Pflanze ungefähr. Tja. Da habe ich mich wohl besiegt in einem fairen Pokémon-Kampf. Immer weiter, immer weiter. Was für Pokémon? Nicht sehr effektiv, fast gekillt. Nadelrakete. Spitzennadel treffen das Ziel 2 bis 5 Mal hintereinander. Hört sich mega stark an. Aber wir sollten aufbrechen zum nächsten Pokémon Center. Auf geht's und da ist ja noch ein Pokéball, den habe ich übersehen. Holen wir uns gleich.